Karl-Heinz Köpke ist tot. Er erlag einen Tag vor seinem 69. Geburtstag in der Nacht zum Sonnabend einem Krebsleiden. Karl-Heinz Köpke nimmt Abschied von der Tagesschau, die er 28 Jahre lang buchstäblich verkörpert hat. Am 10. September 1987 liest er seine letzte Sendung. Obwohl er nicht der Einzige im Sprechergeschäft war, wurde er ganz schnell derjenige, den man Mr. Tagesschau nannte. Mochten auch die Mode wechseln und die Jahre ihren Tribut fordern, sein Wesen änderte sich nicht. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend. Köpke blieb, wie das Produkt, das er vertrat, sachlich nüchtern. Das gewissermaßen Amtliche an ihm war wohl ein Teil seines Erfolges. War er damit glücklich? Glücklich ist für mich eine Nummer zu groß. Aber mein Beruf macht mir Spaß, viel Spaß sogar. Als Junge wollte ich spielen. Und als ich einen Beruf ergreifen sollte, wollte ich Spielfilmkameramann werden, musste aber Soldat sein. Heute sitze ich nun vor dieser Kamera, anstatt dahinter zu stehen. Von Radio Bremen war er 1949 zum damaligen NWDR gekommen. Sprecher hatte er gelernt. Etwas anderes wollte er auch auf dem Bildschirm nicht sein. Ausflüge ins Showgeschäft blieben sehr selten. Nach langem Arbeitsleben der Ruhestand. Der war kurz, von Kummer und Krankheit gekennzeichnet. Die Tagesschau war das Leben von Karl-Heinz Köpke. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 1. Oktober.